Wir haben heuer ein großes Gedenkjahr. Wir erinnern uns vieler wichtiger und bewegender Anlässe in unserer Demokratie und ich möchte einen Anlass erinnern. Im Jahr 1848 waren es die Erdarbeiterinnen in Prater, die erstmals aufgestanden sind, als man ihnen ungerecht ihren Lohn gekürzt haben und dagegen vorgegangen sind, weil den Männern der Lohn nicht gekürzt worden ist, ihnen aber schon. Damals hat das 18 Tote gefordert und wir haben viele Pionierinnen, viele Gewerkschafterinnen, viele Betriebsrätinnen in diesen 170 Jahren im Kampf gehabt, um gegen diese Ungleichbehandlung aufzutreten, dass Männer und Frauen unterschiedlich bezahlt werden. Wir sind jetzt 170 Jahre später. Es braucht noch immer einen Equal Pay Day, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Einkommensdifferenz in Österreich im Durchschnitt bei 21% liegt. Unglaublich, 170 Jahre später, dass wir noch immer darüber diskutieren müssen, dass wir das noch immer in unseren Forderungen haben. Ich arbeite selbst jetzt für über 40 Jahre, bin 25 Jahre Betriebsratsvorsitzende. Wir haben viel gemacht, wir haben uns in vielen Bereichen bemüht, wir haben in unseren Kollektivverträgen wirklich tolle Errungenschaften, trotzdem ist dieser Gap noch da. Und ein Grund dafür ist, dass wir Empowerment brauchen, dass wir uns jetzt bemühen, über all die Jahre den Frauen klarzumachen, traut euch, tretet dafür ein, fordert mehr Lohn und so weiter. Dass sie das können, brauchen wir aber auch die Transparenz, weil es nutzt mir gar nichts, wenn ich zum Chef gehe und sage, ich brauche eine Lohnerhöhung, wenn ich nicht weiß, was der Kollege neben mir verdient. Und da heißt es eine maßgebliche Grundlage, das gut einschätzen zu können. Das heißt, wir brauchen Empowerment, aber wir brauchen auch Einkommenstransparenz. Und ich möchte da noch etwas erwähnen. Wir stehen am Wandel Digitalisierung und wir müssen da auch aufpassen, auch hier es nicht weiter auseinanderdriften zu lassen, weil all die tollen Algorithmen tragen dazu bei, dass das noch weiter verschärft wird. Wir brauchen erstens einmal die Chance, dass mehr Frauen in die MINT-Berufe gehen, um hier gleichwertige Bedingungen zu haben. Wir müssen aber auch höllisch darauf aufpassen, dass nicht durch Algorithmen, die super gleichgeschaltet sind, plötzlich wieder noch mehr Ungerechtigkeiten einziehen. In diesem Sinne müssen wir einfach darauf achten und ich hoffe, dass wir beim nächsten Gewerkschaftskongress nicht wieder dastehen müssen und diese Forderungen haben müssen. Glück auf!